fühlst du dich auch, als ob wir aus den Ferien zurückkommen? Ja, es fühlt sich schon ein bisschen an. Genau, genau schön. Zurück in die Realität. Ja. Und zum Automech. Und zur Werkstatt, genau. Wir sind jetzt wieder beim Storage angekommen, das Zelt wieder abgeholt und wir haben Pinky wieder. Hat sie immerhin überlebt, leider nicht mehr ganz so pink. Kurz zu unserem Auto. Falls ihr euch noch erinnert, sind wir in Tasmanien liegen geblieben und haben die Batterie ausgewechselt. Kurz vor der Fährfahrt haben wir gemerkt, dass die Lichtmaschine kaputt ist und so sind wir direkt zum Mechaniker gegangen. Schau, okay. Zwei Socken. Dass wir die in die Flipflops anziehen können. Geil. Weil wir uns beschwert haben. So. Und bevor wir dann in Melbourne unser Dachzelt und unser Paket hier abgeholt haben, gingen wir noch kurz zum Automechaniker. Dieser konnte jedoch kein Problem feststellen und so hoffen wir, dass das Problem jetzt nicht weiter auftritt. Musst du endlich nicht mehr entweder mit gar nichts oder mit deinem riesen Rucksack an den Strand gehen. Drei Kilo Saft dran. Es gibt viel Saft an Risotto. Heute gibt es Kartoffelsuppe. Wir sind hier gerade wieder eine Nacht in Melbourne in der Unterkunft. Und eigentlich wollten wir was auf dem Ofen machen, aber wir haben nur das vorgefunden. Da wir den Teig schon gemacht hatten für einen Kartoffelkuchen, haben wir das Ganze jetzt in der Pfanne probiert. 2 Stunden hat es gedauert. 2 Stunden war es jetzt auf dem Herd. Sieht aber lecker aus. Weiter geht unser Roadtrip auf dem Festland mit der wohl berühmtesten Strecke hier, der Great Ocean Road. Die Straße hier ist das größte Kriegsdenkmal der Welt und wurde von den zurückkehrenden Soldaten vom Ersten Weltkrieg gebaut für ihre gefallenen Brüder. Wenn wir mit der Drohne das Auto aufnehmen wollen, sind wir übrigens so eine kleine Verkehrsbehinderung. Wir versuchen allerdings immer, dass sich kein Auto direkt hinter uns befindet. Wir können nämlich nur so 30 km/h schnell fahren und auf der Straße darf man 80 fahren, weil sonst kommt die Drohne nicht nach. Und darum, ja, sind wir ein bisschen langsamer als der Rest. Der erste Teil der Straße bietet mega schöne Ausblicke auf das Meer und die Klippen. Wir haben jedoch noch einige schöne Punkte im Inland entdeckt, also wollen wir diese als nächstes angucken. Eins haben wir auf Tasmanien schon vermisst. Und zwar die kleinen süßen Koalas. Da oben im Baum ist einer, aber ist nur ganz klein. Da. Und noch einen zweiten. Der ist aber auch ziemlich gut versteckt.
Übrigens, die Australier bauen immer so wunderschöne Wege, wirklich mit Brückchen und allem. Das ist super angelegt. Aber dann gibt's Aussichtsplattformen und wenn man auf die draufsteht, sieht man einfach nur Bäume. Und irgendwo dahinter befindet sich ein Wasserfall, aber man sieht ihn nicht. Es hat also überhaupt gar keinen Sinn, dass dort eine Aussichtsplattform ist. Zurück an der Küste geht's jetzt eigentlich zu den Hauptattraktionen auf der Great Ocean Road. Das Ganze besteht eigentlich immer aus Fahren, Aussteigen, die Sachen anschauen, dann wieder ins Auto einsteigen, weiterfahren zum nächsten Lookout. Das macht aber eigentlich noch mega viel Spaß und die Küste ist so unglaublich schön. Hier sieht man die 12 Apostles. Von den ursprünglichen 12 sind jedoch nur noch 8 übrig. Die anderen 4 sind wohl schon umgefallen. Die 12 Apostles sind übrigens die zweitmeist fotografierte Touristenattraktion von Australien. Man muss sagen, dass dieser Teil der Great Ocean Road sehr stark von Touristen besucht ist. Auf so einer kleinen Schotterstraße haben wir dann den Sparks Gully gefunden. Da waren wir ganz allein und es war mega fantastisch, denn das ist so eine Landzunge, wo die Klippen links und rechts steil abfallen. Nachdem wir jetzt 3 Tage lang nur das Meer angestarrt haben, haben wir beschlossen, wir müssen mal wieder was anderes sehen. Wir lieben zwar das Meer, aber irgendwann, ja, reicht's dann doch auch mal. Darum geht's für uns jetzt wieder ins Landesinnere, in Richtung der Grampians. Auf dem Weg dahin
wollten wir noch zwei Wasserfälle anschauen. Es war allerdings die letzten paar Wochen mega trocken und hatte auch dort Waldbrandgefahr. Und da hat es in den Wasserfällen gar kein Wasser gehabt. So ein schöner Wasserfall. Hat sich richtig gelohnt. Was wir in den Grampians erlebt haben, seht ihr dann in unserem nächsten Video.